Willkommen zurück bei der Demo von Hello Neighbor 2. Jetzt ist er gerade vorne wieder raus. Latscht rein. Also er guckt auf jeden Fall regelmäßig. Aber es scheint mir fast, als wäre diese Tür hier sicher. Ich frage mich, ob das dasselbe Haus ist wie aus Teil 1. Ich muss noch mal kurz in die Steuerung gucken. Man konnte doch eigentlich werfen, oder nicht? Werfen. Rechte Maustaste. Aber den Stein habe ich doch nicht geworfen. Ah, länger halten. Hallo Mietz. Ja, ich weiß, du willst was zu futtern, ich habe aber nichts. Huiuiui. Wundert mich, dass er die offene Tür nicht bemerkt hat. Er ist auch wieder weg. Ich würde kurz warten, bis er wieder drin ist, sich gesetzt hat, dann wieder weggeht. Dann könnten wir nämlich rein sneaken. Da sitzt er wieder. Wundert ihn nicht, dass die Tür offen ist? Auf jeden Fall sehr viele Sachen, die rumliegen. Ich beobachte jetzt erstmal die Szenerie. Hoch scheint er ja gar nicht zu gehen. Wenn er jetzt gleich wieder durch die Tür kommt, dann können wir erstmal weiterlatschen. Er geht doch hoch. Also folgt er doch keinem festen Schema, oder was?
Jetzt geht er wieder hochgucken. Aber warum geht er immer nur diese paar Stufen? Der müsste doch fast, wenn er am Podest ist, dich wieder kehrt machen, oder? Ich bin jetzt irritiert, weil ich nicht weiß, wann ich hier raus kann. Ich habe gehofft, er geht seine feste Runde immer. Aber bis jetzt kam er nicht einmal mehr durch diese Tür durch. Wenn ich jetzt mal wieder die Tür höre, bewege ich mich. Okay, deswegen. Kann ich da eventuell rüberhüpfen? Ich bin echt verwundert, dass er diese Tür nicht mehr benutzt. Nee. Kein rüberhüpfen. Jetzt ist er gelaufen, warum? Neun, sieben, fünf, drei. Aber in welcher Kombi?
Ach, rot. Rot. Drei. Drei, sieben, neun, fünf. Ah! Ah, Gott, oh Gott. Genau, jetzt muss er natürlich wieder durchkommen, ne? Jetzt haben wir ja nichts mehr. Kommt er gar nicht raus? Ich frage mich, ob wir ihn hätten mit diesem Schwert stoppen können. Auf jeden Fall werden wir mit dieser Schere hochgekommen. Vermute ich mal. Oh, guck mal, das ist ein Riesenplüschhase. Gut, ich würde sagen, ich probiere es einfach beim nächsten Mal nochmal. Es ist schon eine interessante Spielmechanik. Man muss bloß eigentlich wissen, wie der langläuft, ne? Das ist das Problem. Und wenn es halt random ist, ja, ich hätte nicht mal gewusst, wo ich mich da hätte jetzt verstecken können, im Prinzip. Vielleicht unterm Bett. Ich frage mich, ob ich das jetzt mal ausprobieren soll, noch schnell. Fürs nächste Mal. Jetzt geht er, glaube ich, in die Küche. Aber wenn ich ihn da nicht sehe. Ich habe keine Ahnung, welche Tür das gerade war. Ne, komm schon. Hm.
Es klang sehr danach, dass er wieder hier ist, oder? Ja, er hat sich in die Licht. Okay, das ist auch ein Sessel. Also scheinbar macht er ja wirklich... Kann man sich nur in diesen Schränken verstecken, oder was? Er guckt. Wegen der Tür ist er jetzt also aggro geworden, oder was? Mich nervt halt bloß bisher in seinem Schlafzimmer. Wir können uns da scheinbar nirgendwo verstecken. Sonst könnte man sie verstecken, warten, bis er wieder rausgeht irgendwann, schnell den Safe öffnen, wieder rein ins Versteck, warten, bis er wieder rausgeht, dann den Spielzeugarm holen. Jetzt ist er anders gelaufen. Ich will mal gleich nochmal was testen. Sie dachte, jetzt kommt er gleich angelaufen, wegen der offenen Tür. Interessiert ihn gar nicht. Jetzt müsste er theoretisch wieder durch die Tür da hinten kommen. Warum interessiert ihn das jetzt auf jeden Fall nicht? Okay, hier braucht man den Spielzeugarm. Und man kann nichts weiter machen. Okay, dann würde ich sagen, probier's das nächste Mal. Ich hoffe, die Demo ist nicht irgendwie wieder nach ein paar Tagen weg. Spitze bedanke mich. Wenn er jetzt dann noch darin geht... Ich hoffe mal, er läuft gleich in den Raum in die Küche weiter. Das können wir doch nochmal in das Schlafzimmer können. Vielleicht gibt es doch irgendwo ein Versteck dort. Okay, warum? Jetzt müsste er im Schlafzimmer sein. Ich frage mich bloß, wozu er diese Lichter überall aufgestellt hat. Was macht er da?
Und was hat er da am Gürtel eigentlich? Guck an, das Safe ist noch offen. Will ich doch noch mal kurz probieren, ob wir hier die Schere benutzen können. Ich glaube, jetzt ist er da im Sessel. Ich hatte gewusst, hätte ich doch noch eine Folge draus machen können. Jetzt müsste er an der Haustür sein. Ja. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wo er ist. Ich habe keine Schritte weiter gehört. Jetzt.
Er scheint völlig random immer loszulaufen. Überraschung. Ich überlege, ob er überhaupt noch hinten in die Küche geht. Aber die Steine sind eigentlich vielleicht gar nicht mal so doof, weil theoretisch, wenn er in der Küche sitzt und ich bei seinem Schlafzimmer einwerfe, dann müsste er doch theoretisch wahrscheinlich dahin laufen. Und man könnte selber was in der Küche machen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo früher. Vorstellen, dass diese Tür in den Keller führt. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mit dem Mannequin anfangen soll. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal einfach mal weiter. Beginnen dann wahrscheinlich notfalls von vorn. Auf jeden Fall wissen wir, wo wir den Roboterärmel reinstecken können. Aber was ich mit der Figur jetzt machen soll und mit der Schere. Ich dachte, mit der Schere komme ich auf den Dachboden, aber nö. Gut, gucken wir mal in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis dann.